Ich habe drei Haare auf dem Kinn, ich bin eine Ziege. Diese Viecher hier, das sind Raupen. Jetzt regnet es ganz plötzlich in Strömen. Es ist so ein richtig ekliges Wetter. Und jetzt werde ich erstmal Nahrungsmittel beschaffen. Jetzt wird mein Dach dichter gemacht. Das habe ich so aus meinem eigenen Kopf erdacht. Nächster Tag beginnt. Und das war schon wieder richtig unangenehm kalt gewesen. Aber ich glaube, die Nacht davor war noch unangenehmer gewesen. Und guck mal. Richtig scheiße, es nieselt gerade. Ich hoffe, dass es nur ganz leicht bleibt. Oder beziehungsweise gleich weggeht. Weil ich habe ja mein Dach noch nicht gemacht. Der ist doch total undicht. Das ist auf jeden Fall gar nicht gut. Ich hoffe, dass das gleich weggeht und dass das nicht stärker wird. Weil ich habe keine Lust drauf, dass ich gleich nass werde. Aber ich bin noch nicht ganz wach auch. Ich wollte eigentlich noch 2 Stunden oder so mindestens noch durchschlafen. Ich hoffe, dass es nicht stärker wird. Weil sonst ist das richtig beschissen. Sonst wird mal ein ganzer, das hier nass. Dieses getrocknete Gras. Ich glaube, ich werde jetzt notdürftig so ein bisschen von diesem getrockneten Gras da oben drauf machen, damit ich so ein bisschen regengeschützter bin, damit dieser andere getrocknete Gras, den ich später zum Pennen benutze, also für die nächste Nacht, nicht nass wird, beziehungsweise befeuchtet wird und so weiter. Deswegen mache ich so ein bisschen getrockneter Gras da oben drauf. Das mache ich jetzt. So, ich habe gerade ganz provisorisch so ein bisschen getrockneter Gras hier oben gemacht. Also genau an der Stelle, wo ich hier liege, wo mein anderer getrockneter Gras ist zum drauflegen. Und genau in diesem Moment hat es aufgehört zu regnen, beziehungsweise das waren nur ganz wenige Tropfen gewesen. Also ganz wenige Nieseltropfen, so ein paar einzelne Tropfen waren das gewesen. Und ich hoffe, dass die heute nicht mehr nochmal kommen. Aber das gibt mir auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich diesen Dach heute auf jeden Fall dicht machen muss. Definitiv. Damit für den Fall, falls es dann nochmal regnet, dass ich da komplett geschützt bin. Gut, dass dieser Regen weg ist, dass das so wenige Tropfen waren. Dass ich dann nicht so richtig überrascht wurde. Und ich hoffe, dass später die Sonne rauskommt, damit ich ganz viel getrocknetes Gras sammeln kann. Also Gras, was trocken ist. Damit ich das hier drauf machen kann, damit ich mich mit noch mehr getrocknete Gras so zudecken kann. Wegen den Regentropfen ist dieser Gras ein bisschen befeuchtet jetzt. Und deswegen hoffe ich, dass die Sonne dann später rauskommt. Dann wird es später getrocknetes Gras, nicht feuchtes Gras herbringen kann. Erst mal was trinken. Weil ich bin ein bisschen durstig. Ich habe schon zu lange nicht mehr getrunken. Das letzte Mal gestern Abend, bevor ich schlafen gegangen bin. Ich habe 3 Haare auf dem Kinn, ich bin eine Ziege. So, ich werde jetzt für die nächsten 1 oder 2 Stunden mich noch ein bisschen hinlegen. Ein bisschen Schlaf nachholen, weil ich wurde ja von diesen paar Regentropfen, die auf meinen Kopf gefallen sind, überrascht. Deswegen lege ich mich einmal noch mal hin. Geprost! Ich grüße dich, Janaya. Ich grüße Dave Goldmann. Ich grüße Leberwursttier. Ich grüße dich, Nadine. Guck mal, diese Viecher hier, das sind Raupen. Und hier gibt es ganz, ganz viele, die von da oben sich herunter abseilen. Und dann ständig hier auf meinen Körper landen.
Und das alle paar Minuten, die ganze Zeit, auch die ganze Nacht über und so weiter. Die nerven total, die sind hier überall. Und guck mal. Wir haben jetzt, ich habe ja hier Striche gemalt für die Anzahl an Tagen, damit ich die Orientierung nicht verliere. Und 2 Tage habe ich durch. Aber weil heute Tag 3 ist, werde ich hier den 3. Strich hinmalen. So, damit ich genau weiß, dass heute Tag 3 ist. Ich werde hier die ganze Zeit von diesen Viechern hier belästigt. Die sind hier überall. Die krabbeln die ganze Zeit hier auf mir rum. Das geht mir voll auf den Sack. Das nervt mich. Oh Scheiße, jetzt regnet es ganz plötzlich in Strömen. Und ich bekomme hier einzelne Tropfen ab. Das ist richtig scheiße. Ich hatte die ganze Zeit gedacht und gehofft, dass es gar nicht regnet. Und jetzt regnet es so richtig in Strömen. Gut, dass ich da so ein bisschen getrocknetes Gras da drauf gemacht habe. Dass da nicht so viel durchkommt, aber so ein paar einzelne Tropfen bekomme ich schon ab. Und eben gerade hat es auch sogar gedonnert, bevor ich Aufnahmeknopf. Ja genau, hier. Ein leichter Minimalgewitter. Widerlich, dass es jetzt regnet. Aber guck mal, weil da ganz hinten die Sonne so langsam kommt, gehe ich sehr davon aus, dass es nur ein ganz kleiner Schauer ist oder so. Aber trotzdem nervt mich das. Weil guck mal, ich wollte voll gerne ganz viel dieses getrocknete Gras sammeln. Aber getrocknet, nicht angefeucht, also nicht nass oder so. Sondern getrocknetes Gras brauche ich. Das finde ich richtig scheiße, dass es jetzt gerade regnet. Das ist richtig beschissen. Das ist richtig widerlich. Das ist so ein richtig ekliges Wetter. So ein richtig ekliges Scheißwetter. Der Regen ist weg. Und jetzt werde ich erstmal Nahrungsmittel beschaffen. Weil ich habe Hunger. So, hier, das hier, das kann man fressen. Das ist richtig gutes, kalorienhaltiges Fressen. Das werde ich jetzt zu meinem Lager hinbringen und das dann gleich fressen. Es ist zwar kein Festmahlsessen, aber das stillt auf jeden Fall den Hunger. Kann ich für so eine Situation auf jeden Fall mega empfehlen. Genau, nur dieses Weiße hier rausziehen und das hier essen. Das heißt, glaube ich, Cambium oder sowas. Und das sättigt auf jeden Fall. Aber erstmal ein bisschen Flusswasser saufen. Gutes Flusswasser. Das ist richtig geiles Flusswasser. Dieser Flusswasser, den kann ich empfehlen. Das schmeckt gut. Ich habe hier Blaubeeren gefunden. Ich werde den ganzen Busch jetzt fressen. Deswegen noch eine Portion. Und noch eine Portion. So, jetzt suche ich anderes Fressen. Ich habe neues Fressen gefunden. Und zwar diese hier. Von diesem Tannenbaum. Diese kleinen Knospen. So, ich habe so ein bisschen gefressen und jetzt werde ich gleich meine Handschuhe anziehen und ein bisschen Baumrinde abmachen, um mein Dach zu erweitern, damit der Regen dicht wird. Für den Fall, falls es das nächste Mal regnen sollte, damit ich trocken bleibe, beziehungsweise damit ich getrocknet bleibe.
Jetzt wird mein Dach dichter gemacht. So, ich habe da jetzt die ganze Rinde hier dran gemacht, die ich gerade vorhin gesammelt habe. Und das sieht auf jeden Fall jetzt viel geschützter aus als davor. Hier sind auf jeden Fall wesentlich weniger Löcher. Und ich werde gleich nach da hinten hinlaufen, um dort getrocknetes Gras zu holen und dann diesen hier hin machen und die Löcher hier zustopfen. Falls dieser Gras da hinten noch nicht getrocknet ist, weil das ja vorhin geregnet hat, dann werde ich feuchtes Gras holen und nicht hier drauf machen, sondern nur die Löcher hier vollstopfen damit. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt. Das Gras ist leider noch ein bisschen feucht. Deswegen werde ich diesen Gras, den ich jetzt aufsammle, nur fürs Dach benutzen und nicht zum Pennen. Das mache ich jetzt genauso. Oh Scheiße, guck mal, da hinten, da ist eine Wolke. Das sieht aus wie eine Regenwolke und ich habe da Donner gehört. Das ist da hinten so ein bisschen Rums und diese Wolke, die kommt hierher. Das heißt, ich muss schneller machen. Ich muss dieses ganze Gras hier nach da hinten hin mitnehmen. Und mein Solarpanel auch, das habe ich gerade, die Sonnenstrahlen habe ich genutzt, um meine Powerbanks aufzuladen. Und genau, ich muss da jetzt ganz schnell machen, dass ich dieses hier dahin bringe und dann mein Dach dicht mache, damit das dann nicht reinregnet. Mir gefällt das nicht, dass es gleich regnen könnte. Also glaube ich, dass es gleich regnet. Ja, egal, ich werde ganz schnell mein Dach dicht machen. So, jetzt werde ich mein Dach dicht machen. Also beziehungsweise diese paar Löcher, die noch im Dach drin sind. Die werde ich damit zustopfen. So, ich habe hier so ein paar Löcher zugedeckt und ich denke mal, dass die meisten hier ganz gut zugedeckt sind. Also gut, das da drüben ist eigentlich nicht so wichtig, weil ich penne ja genau hier. Und hier ist auch egal, weil dahinter ist auch eine Rinde. Aber genau, so sieht das jetzt aus. Und ich denke mal, dass das auf jeden Fall besser halten wird als davor. Aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Und zwar da hinten. Dieser Gewitter, also da drüben sind Wolken, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so vielleicht nach Richtung links hinzieht, also zumindest der Gewitter. Ob das gleich regnen wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall zieht der Gewitter nach links. Trotzdem sieht das da drüben so ein bisschen nach Regen aus. Prüfen, ob gleich Regen kommt und das hier darauf fällt und mich nass spritzt, weil das vielleicht immer noch undicht ist. Da bin ich ganz gespannt drauf, aber insgesamt würde ich sagen, sieht gut aus. Ach so, und wisst ihr, warum ich das so gemacht habe, dass die Innenseite von der Rinne außen steht und nicht innen? Weil erstens, das ist ja so gebogen und so kann das Wasser viel besser so abfließen, als wenn das andersrum ist. Dann, als ich da die Rinne abgezogen habe, da waren da ganz viele Nacktschnecken und Würmer und sowas. Und genau, ich wollte nicht, dass die mir auf den Kopf fallen, wenn ich da drin bin. Und ich finde, das sieht dann innen drin einfach viel gemütlicher aus, wenn die Rinde zum Vorschein kommt, anstatt die Innenseite von der Rinde. Genau, das sind die drei Gründe, warum ich das genau so gemacht habe und nicht anders. Guck mal hier, das Wetter ist schon wieder beschissen zu mir. Es regnet. Das ist zwar ein leichter Regen, aber trotzdem regnet das. Und Regen nervt für so, bei so etwas. Und mal gucken, wie gut das hält. Ob da irgendwie Tropfen durchkommen und sowas. Also bis jetzt habe ich fast gar nichts gemerkt, dass hier irgendwas durchkommt. Aber trotzdem nervt mich dieser Regen. Der muss weg. Der soll mich in Ruhe lassen. Und ich chille hier, genau hier auf meinem Schlafplatz. Ich chill hier die meiste Zeit eigentlich. Es hat gerade so ein bisschen geregnet. Und ich habe nur ganz, ganz wenige Minimaltropfen abbekommen. Aber so richtig. So ganz, ganz minimal. Also das heißt, da ist irgendwas zwar noch nicht komplett dicht,
aber es ist sehr viel dichter als wie heute Morgen. Also da kommt ganz, also fast nichts durch. Mir ist eben gerade, ich habe gerade eine ganz schlaue Idee gehabt. Und zwar, das hier, das ist mein Packsack. Und hier hatte ich Heu drunter gehabt. Und für den Packsack, den ich als Kopfkissen noch benutze, dafür brauche ich kein Heu. Und deswegen habe ich diesen Heu von hier drunter nach hier hin gemacht, damit ich mehr Decke habe für heute Nacht. Richtig geil, ne? Das habe ich so aus meinem eigenen Kopf erdacht, dass das so besser ist. Wenn heute das nicht geregnet hätte und dieser getrocknete Gras, was da ganz hinten liegt, nicht feucht wäre, dann hätte ich davon noch viel, viel mehr rausgeholt und hier hingelegt, damit ich mich heute Nacht ein bisschen stärker wärmen könnte. Aber es regt mich total auf, dass das so feucht ist da hinten. Und das ist so wenig, dass ich gestern so wenig gesammelt habe. Also gut, ich habe zwar schon so einiges gesammelt, aber es ist trotzdem, wäre besser, wenn ich irgendwie die doppelte Menge hier hätte. Und guck mal hier. Langsam kommt Dunkle. Ich habe keine Ahnung, wie spät wir es haben, aber genau, das wird so langsam bald Nacht wieder. Also dauert nicht mehr lange, wie das hier aussieht. Aber das ist voll scheiße, dass das hier alles so bewölkt ist. Ich hätte gerne am liebsten das Wetter wie viel von gestern oder vorgestern. Da war das richtig geil gewesen. Also tagsüber war das geil gewesen. Nachtsüber war scheiße mit den Temperaturen. Aber tagsüber war geil gewesen. Und ich bin ein richtiger Hohlkopf, weil ich das gestern Abend vergessen hatte, das hier vor meinem Kopfkissen wegzumachen und das hier hinzulegen. Als Decke. Das getrocknete Gras. Die Dunkelheit ist angebrochen und ich glaube, ich lege mich so langsam hin. Und wisst ihr, was ich so richtig gut finde? Momentan ist das noch nicht so kalt, dass ich meinen dritten Billigpullover anziehen muss. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ich gehe nicht davon aus. Ich gehe sehr davon aus, dass es später schon wieder so richtig unangenehm, ekelhaft kalt wird. Dass ich den dritten Pullover schon wieder anziehen muss und ich frierend versuche, dann weiter zu schlafen. Ich glaube, ich sehe es schon kommen. Bestimmt wird das schon wieder so sein. Aber momentan geht das mit zwei Pullovers, also mit zwei Billigpullovers. Leute, ich habe schon wieder meinen dritten Billigpullover an. Und ich kann schon wieder nicht schlafen, weil es viel zu kalt ist. Die Kälte nervt. Und guck mal, wir haben richtige Luftfeuchtigkeit. Weil hier, da drüben, da ist ganz viel Nebel. Und seht ihr das? Diese ganze Luftfeuchtigkeit, die hier durchgeht. Diese ganzen Tropfen. Das ist richtig widerlich. Das macht hier den ganzen getrockneten Gras hier ganz feucht. Und das heißt, das wird dann noch kälter. Und ich habe keine Ahnung, wie lange noch die Nacht dauert. Das heißt, vielleicht schaffe ich das schon wieder nicht, bis zum Sonnenaufgang einzupennen, weil ich die ganze Zeit viel zu doll am Frieren bin. Es ist richtig ekelhaft. Es ist jetzt die vierte Nacht in Folge, wo ich nur noch am Frieren bin. Oder beziehungsweise die dritte Nacht von diesem Selbstversuch. Ich hatte ja davor ja auch eine Nacht ohne alles gepennt. So wie ich das am ersten Tag erzählt hatte. Oh. Junge. Also tagsüber ist das Wetter richtig geil. Von den Temperaturen her. Aber nachtsüber macht das echt keinen Spaß. Hier geht's zu Tag 4 von meinem Selbstversuch. Aber falls Tag 4 noch nicht veröffentlicht sein sollte, kommt hier stattdessen ein Video, wo jemand versucht hatte, mich auszurauben, währenddessen ich Urban Survival betrieben habe.